Wie alt bist du? 12, das heißt noch 2 Jahre, da bist du erwachsen, glaube ich. Dann kann nämlich hier die Mühle hin. Hier irgendwo die Bäckerei. Der Brunnen kann dahin. Was brauchen wir für den Brunnen eigentlich? Ach, nur einen Farmer. Okay. Müssen wir nämlich nicht nach Wasser graben. So, du gehst erstmal da unten hin. Da du satt bist, gehst du wieder hier oben hin. Und ja, Weizen wird eh langsam ein bisschen knapp. Als Baumaterial jedenfalls. So. Da noch ein Wegweiser, dann ist unser komplettes Dorf vernetzt. Was Wegweiser angeht. So, Geschirr entsteht, das ist gut. Stroller ist müde. Sigurd ist erwachsen, sehr gut. Das heißt, du bist gleich mal unser erster Farmer. Gehst auch gleich mal da drüben hin und heiratest Hallweg, hoffentlich mal. Oder Out, je nachdem, für wen du dich entscheidest. Und dann farmerst du schön. Okay, Hafgrim ist müde. Das heißt, er pennt jetzt erst einmal. Lasse ich ihm noch den Bulk an Bäumen hier fällen und mache ihn zum zweiten Farmer. Weil er hat dann seinen Dienst auch erstmal erledigt. Jedenfalls als Kundschafter. Ja, man merkt, unsere Nahrung stagniert langsam. Wenn wir uns auch gerade mal hier anschauen. Ja. Sie ist am Anfang gewachsen, aber jetzt stagniert sie ein bisschen. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir so bald wie möglich einen Bäcker haben. Wo bist du jetzt? Du bist ja ein Holzwerkzeug. Okay, damit kann ich leben. Möbelwerkstatt ist fertig, das heißt, du wirst jetzt unser Tischler. Ja. Du bringst sogar schon dein erstes Holz. Du wirst Farmer. Du gehst dahin. Und arbeitest da und wohnst hier. Du suchst jemanden zum Heiraten. Okay, du willst Hallweg. Und euch zwinge ich gleich nochmal ein Kind auf. So, du bist hungrig, also geh was essen. Und ja, je nachdem, es sieht schon mal so aus, als ob wir nicht mehr viel Fisch haben hier. An der Küste. Wir haben wenigstens schon mal Geschirr.
Hallweg ist müde, das heißt, sie geht jetzt erstmal schlafen in ihrem neuen Haus. Ja, Sigurd ist Farmer. Wird's lustig, er hat obenrum etwas an. Und wenigstens haben wir ein Dreifamilienhaus voll mit Nahrung. So, wie viele Bauarbeiter haben wir jetzt noch? 3 Stück. Du möchtest wen heiraten? Nö. Außer ich mache dich später zum Bäcker. Na komm, heirate. Dann machen wir es so später mein Bäcker werden. Gut, unsere Farmer arbeiten schon mal fleißig. Da wird unser Müller gerade mehr oder weniger produziert. Dann hoffe ich auch mal, dass sie bald Geschirr holt. Und sie vielleicht ein Möbelstück, weil die sind ja jetzt da schon ein paar geworden. Jawohl, Farmer, das heißt Brunnen. Hm, ruhig hier den Brunnen. Und die, nicht noch einen Brunnen, ich will eine Mühle. Die Mühle kann hier hin. Das ist ein guter Platz. Da ist Harald, unser neuer Müller. Wie sieht unser Verteidigungsturm aus? Der ist auf 100%, bis jetzt keine Angriffe mehr. Holt sie jetzt Möbel? Ja. Sven ist Tischler und ist sehr erfahren. Das ist gut. Ja, sie holt das erste Möbelstück. Yay. Jetzt wäre es mir nur noch lieb, wenn sie Geschirr holen würde. Aber sie holt wohl erst auch Möbel. Ja, wie das aussieht, wie sie da die Möbel schleppen. Da soll mal einer von sagen, Frauen sind nicht wichtig in der Gesellschaft. Oder die kriegen wir gar nichts hin. Ja, ich weiß, dass das Systemarbeiterzelt schon länger leer ist. Wir brauchen es aber gerade nicht. So, jetzt haben wir auch Möbel hier drin. Den Bäcker wahrscheinlich hierhin, den Bierbrauer hierhin und das Wohnhaus da hin irgendwo. Ach ja, ein Wohnzelt für den Händler kann ich auch gleich schon mal einen Auftrag geben. Ein Dreifamilienhaus. Wahrscheinlich hier neben das andere pflanzen irgendwo.
Während hier schön der Weizen angebaut wird. Ja, wir könnten schon längst mit denen Handel betreiben, aber brauchen wir noch nicht. So, du bist Töpfer, das ist auch gut. Wird wieder Nahrung benötigt. Ja, ich brauche später einen Bauarbeiter und dann sollte ich mal den zweiten Bauarbeiter zum Träger machen und ihn hier arbeiten lassen. Bjarni wird dann unser Bierbrauer, wenn es soweit ist. Wenn er irgendwann mal die Meldung bekommt, dass leer gefischt ist, was irgendwann passieren dürfte. Jetzt nicht so bald, aber irgendwann. Was wird noch alles gebaut, dass wir... Achso, der Brunnen. Ja, jeder Bauarbeiter hat hier gerade seine eigene Baustelle. Und wir kriegen Wasser. So, Harald wird langsam älter, braucht noch 6 Jahre. Oh, und wir machen Überproduktion an Möbeln. Nö. Das heißt, du gehst mal wieder Holz fällen. Bei Holz ist doch jetzt langsam Mangelware, merke ich gerade. Jetzt, wo wir so viele Möbel auch haben. Da kommt der Lehm für unsere Mühle. Und ja, wir brauchen erst den Bäcker, um dann den Bierbrauer zu machen. Macht aus Wasser und Getreide würziges Bier. Ja, wir hatten in der letzten Mission, also in der letzten, auf der letzten Map, letzte Mission, wie auch immer, hatten wir ja so einen Überschuss an Weizen und an Mehl. Und das werden wir jetzt auch wieder garantiert hinkriegen, weil wir produzieren jetzt schon Weizen. So, Lotjolf kann trainiert werden, das ist schön. Oh, und endlich kommt mal Geschirr hier ins Haus. Das heißt, wir brauchen hier auch weniger Nahrung. So, Holz wird gefällt. Das freut mich auch sehr. Du bist jetzt 11, das heißt, es dauert nicht lange. Dann haben wir unseren Müller. Und ja, es dauert immer eine halbe Ewigkeit, bis sich die Schädel hier auflösen. Wenn sie sich denn mal auflösen.